Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Frostpunk. Wahrscheinlich letzte Folge, weil wir evakuieren gerade. Also wir evakuieren ja schon die ganze Zeit. Und wir müssen noch mehr Decks bauen. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir. Noch 2 Tage und 16 Stunden. Das letzte Deck kriegen wir nicht fertig. Das ist echt scheiße. Obwohl ich wirklich ganz viel auf Stahl gegangen bin. Weil sollten wir noch das eine oder andere abbauen. Jetzt müssen wir Kinder noch in den Feldküchen arbeiten lassen. Die Signalstation brauchen wir noch lange. Der Außenpostenturm, der muss auch bis zum Ende stehen. Das Haus der Heilung brauchen wir jetzt auch erstmal noch. Es sind noch 2 Tage. Wir haben 700... Oh, wir müssen... keine Nahrungsmittel mehr holen. Alles einstampfen. Komm mal her. Maximal an Stahl. Einwohner. Kinder, Arbeiter rein und los. So, die Hoffnung steigt dank der Feldküchen. Holz, 12 Stahl. Wärmedämmung. Wir haben irgendwie im Gesundheitswesen. Egal was ist, nee, lass gut sein. Das war's mit Forschung. Demontiert die Forschungsstätten. Demontiert die Häuser am Rand der Stadt. Das sind alles 12 Stahl. Hoffen wir, das war der letzte Ausfall. Die nächste Fehlfunktion wird nicht zu reparieren sein. Nochmal eine Reduktion um 1 in der Wärmestufe. Also 2 insgesamt. Und wir haben -30% bei der Größe der Wärme, die wir ausstrahlen. So, mach auf Dampfstufe. 2, glaube ich, müssten wir jetzt sein, Minimum. Besonders warm ist das nicht. Ich glaube, auf 3 wird es überhaupt erst irgendwie warm. Ja, dank der Heizkörper passiert hier überhaupt noch was. Trotzdem, hier können die aus. Da muss die noch drin bleiben. 2 Tage, 5 Stunden. 25 Leute sind frei zum Bewegen. Wen schicken wir als nächstes? Demontiert die Kohleminen.
Das Ding können wir auch demontieren. Den können wir auch demontieren. So, warum ist es da so warm, wie es ist? Das wäre kühl. Also ein bisschen hilft der Generator ja noch, aber nur um eine Wärmestufe. Können wir jetzt auch nicht mehr verändern. Wenn es nochmal richtig kalt wird, war es das einfach. Aber wir haben 50 Leute, die wir hinschicken können. Zum Dreadnought. So, Kohleproduktion halten wir jetzt gerade mal stabil. Speisehaus, wir holen ja keine Nahrung mehr. Deshalb, wer hier bleibt, wird sterben. So, Pause. Achso, ich brauche nur noch einen. Viertausend. Ja, tut mir leid, ihr müsst dann wohl ein bisschen zusammenrücken. Rohstoffe werden wir genug haben. Wir müssen bald weg. Wer zurückbleibt, ist verloren. Jetzt wird's nochmal gut kalt. Auf in die 24-Stunden-Schicht. Rette sich, wer kann. Arbeiter in Panik. Sir Hunter, ein Arbeiter ist Panik ausgebrochen. Manche von ihnen haben ihren Arbeitsplatz verlassen und sind auf dem Weg zum Evakuierungszentrum. Sie sagen, dass sie nicht mehr arbeiten wollen, wenn für sie kein Platz auf dem Land Dreadnought ist. Es werden immer mehr. Wenn wir nichts unternehmen, werden sie 121 Essensrationen, 264 Holz stehlen. Tut mir leid, ich überzeuge euch, hier zu bleiben. Da können ein paar raus und in die Landküche rüber. Die Ingenieure können aus der Reparatureinrichtung raus. Nächstes Mal ist das Ding eh nicht zu reparieren. Da sind auch nochmal 30 Stahl drin. Hier sind auch 30 Stahl drin. 8 Stahl. 8 Stahl. 15 Stahl. Kohle pro Tag. Wir stampfen das ein.
Ich weiß, die Glaubenssachen bauen wäre eine Sache, aber ich kann's gerade nicht mehr. Reuevolle Arbeiter. Sir, die Arbeiter, die voller Panik versucht haben, zum Land-Dreadnought zu fliehen, möchten mit ihnen reden. Es tut uns leid, dass wir fliehen wollten. Das war unheimlich egoistisch von uns. Wir werden uns mit guter Arbeit wieder gut machen. 25% mehr Leistung in den Stahlwerken. Es wärmt die Seele. Sir, die Einwohner wissen, die Feldküche zu schätzen. Die Hoffnung steigt an. Jetzt fehlt uns Platz. Obdachlose 35, aber die schicken wir gleich weg. Die Kinder kommen weg. Ein großer Teil der Ingenieure schicken wir gleich los. Das kann ich vergessen, ey. Ich hab zu viel Einwohner drüben. Das wird ein Desaster. Schmeiß den weg. Der Schrein ist auch noch mal ein bisschen Stahl. Obwohl ich die ganze Stadt abreiße, ey. Kriege ich nicht genug Stahl zusammen. Die Lager. Das sind auch nochmal jeweils 15 Stahl. Komm. Das für Rohnahrung, das können wir auch abreißen. Was? Wo? Wer? Achso, ein Gesetz erteilen. Tja. Mein Nachbar hat unseren Captain beleidigt, der betrügt seine Frau. Tja, das wären zwar nochmal 8 Stahl. Aber was bringt mir das? Es sollte auf jeden Fall noch einen Eisenvorkommen hinkommen.
Aber waren die schon immer so langsam auf dem Weg darüber? Verlieren ja die Waren anscheinend nicht, auch wenn ich das demontiere. Aber Hauptsache, wir kriegen den Stahl daraus. Der Generator versagt. Zwei Ingenieure, die den Generator beobachten, waren vor einem endgültigen Versagen, das direkt bevorsteht. Der Schaden an kritischen Systemen geht zu weit. Wenn wir ihn an einer Stelle flicken, platzen woanders zwei weitere auf. Es gibt nichts, was wir tun können. Also wir wollen ja nicht alle obdachlos werden lassen, oder? Tipp einer Gläubiger. Einige Vorräte werden wieder beschafft. So, ein Tipp hat zu gestohlenen Vorräten geführt. Der letzte Evakuierungs-Dreadnought ist da. Scheiße, wie viele Stunden braucht der bis dahin? 14, glaube ich, irgendwie war das, ne? Kann ich vergessen, ey. Der ist mit den 200 Stahl, die jetzt noch kommen. Kann ich das letzte Deck nicht aufbauen? Und jetzt wird meine Kolonie dahin gerafft. Feldküche hat auch noch 8 Stahl, da sind 4 Stahl drin. Speisehaus hat nur Holz. Der Schrein sind auch nochmal 8 Stahl. So. 1000 Stahl. Und man braucht wirklich 4000 verfluchte Stahl. Ich habe wirklich alles gegeben. 14 Stunden, 13 Minuten. So Leute, alle die jetzt noch hier sind, sind tot. Da wären nochmal 8 Stahl. Könnt ihr wenigstens noch vernünftig leben.
bevor ihr stirbt. Immer sind die Häuser noch gut isoliert. Oh, jetzt haben wir... Jetzt wurde jemand ein Körperteil noch amputiert. Weil es dem zu kalt ist. Daher baue ich gerade extra noch für die ordentlichen Kram auf. Lange Stunden der Arbeit. Sir, unsere Einwohner sind erschöpft. Einige von ihnen arbeiten schon tagelang. In verlängerten Schichten. Ihre Mühen fordern ihren Tribut und sie werden unruhig. Sie haben eine Pause verdient. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Ihr seid doch eh am Arsch. In 8 Stunden sind die letzten Leute hinten. Und dann kann ich den bestimmt nicht starten. Weil mir fehlt das letzte Deck. Ach, die können sich doch zusammenquetschen, ey. Das kann doch nicht sein, dass du die nicht da unterbringen kannst. Wenn ich das mit dem Stahl vorher gewusst hätte, hätte ich da mehr Vorrat angelegt. Und einfach die Produktion noch höher gezogen. Wollt ihr noch ein Gotteshaus aufbauen, bevor ihr sterbt? Man hat die Zeit schon schlechter verwendet, bevor man dahin gerafft wird. Können die wenigstens mit den Glaubenshütern nochmal ein bisschen drücken. Und wenn schon 5 Ingenieure hier geblieben sind, dann setzt euch an den Generator. Da habt ihr die besten Plätze, wenn der hochgeht nachher. Tja, absoluter Kahlschlag, ne? So, sie sind angekommen. Unerschütterliche Entschlossenheit. Während sich der Land-Dreadnought mit Evakuierten füllt, kommen die Einwohner, die in der Stadt bleiben, um mit ihnen zu sprechen. Wir sehen, worauf das hinausläuft. Auf uns warten keine Kabinen. Jetzt, wo fast alle an Bord sind, wollen wir entscheiden, wie wir unsere letzten Tage verbringen. Manche wollen Winterheim verlassen und ihr Glück im Frostland versuchen. Andere planen, in ihren Heimen zu bleiben und dem Ende mit Würde entgegenzutreten. Nur noch ein paar Tage. Der Land-Dreadnought braucht Vorräte. Dabei haben wir eh nur noch 2 Stunden. Ich muss den starten. Ja. Wir schafften es zu evakuieren. Zu welchem Preis? Thank you.
Das Schicksal von Windheim, der Exodus. Als der Befehl zum Aufbruch kam, versammelten wir uns. Es war fast ganz Windheim an Bord. Voller Trauer und Dankbarkeit gedachten wir denjenigen, die es nicht geschafft hatten. Wenn man es geschafft hat, so viele Leute zu retten, fällt es umso schwerer zu akzeptieren, dass man nicht alle retten kann. Schweren Herzen mussten wir uns eingestehen, dass wir auf Kosten anderer überlebt hatten. Wir steuerten den Land-Dreadnought in das weiße Nichts, nahmen mit, was von unserer Gemeinschaft übrig geblieben war, und ließen unser Zuhause zurück. Wir blickten nicht zurück. Tja, ach, der Timelapse. Der Generator versagt. Wir mussten fliehen. Nur mit begrenztem Platz konnten wir so viele retten. Was sollten wir sonst tun? Chaos wird folgen, aber die Hoffnung hat uns zusammengehalten. Und was passiert mit den 500 Seelen jetzt? Hoffen wir, das hat mit irgendeiner neuen Geschichte zu tun, die kommen wird. Dass der Dreadnought irgendwo landet. Ich finde es aber übrigens, hat es eine der schönsten Musikstücke aller Zeiten, das Spiel. Aber das war es, das neue Szenario von Anfang bis Ende. Sehr schön. Ich freue mich auf mehr. Macht was. Supportet euer Spiel. Ich liebe es einfach. Hammer. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und hoffen wir auf bald mehr von Frostpunk. In dem Sinne an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Und auf bald, euer Imperator.